lagen zwischen Moskau und Berlin. Im Rücken ein Wald, ein Fluss vor Augen. 2000 Kilometer weit Berlin, 120 Kilometer Moskau. In Schützenlöchern aus gefrorenem Schlamm und warten. Auf den Befehl zum Einsatz und auf den ersten Schnee und auf die Deutschen. Tags hörten wir die Front, nachts sahen wir sie. Die Deutschen hatten, was wir brauchten. Panzer, Flugzeuge, den Hochmut der Sieger. Meine Soldaten hatten Angst und wenig mehr. Im Kino hatten sie den Krieg gesehen. Ich war ihr Kommandeur und meine Angst war die Angst vor ihrer Angst. Und näher kam die Front und von der Front die Deserteure. Wo kommt ihr her, Genossen? Aus dem Kessel. Der Deutsche, habt ihr ihn gesehen? Wie kämpft er, der Deutsche? Habt ihr ihn gesehen? Gesehen? Ein Horizont aus Panzern ist der Deutsche, der auf dich zufährt, so. Ein Himmel aus Flugzeugen ist der Deutsche und ein Teppich aus Bomben, der sich über Russland legt. Du wirst ihn selber sehen und eh du aufwachst vom nächsten Schlaf und vielleicht wachst du nicht auf vom nächsten Schlaf. Steht am Beginn und sie sind am Ende. Ich wusste nur, der Schrecken treibt die Angst aus. Ich hatte keine andere Sprache mehr. Ich zielte auf den Fluss und schoss den Gurt leer, als wär's ein deutscher Fluss. Das Wasser tanzte. Wann spielen wir den Deutschen auf zum Tanz? Wann wird das Wasser rot von ihrem Blut sein? Ich schrie Alarm zu den Waffen und ein Schrei ging um. Die Deutschen! Wie ein Echo, das durch die Gräben lief, mit einem Atem, als wären sie schon neben uns, die Deutschen. Dann lief der Erste in den Wald. Er war nicht der Letzte. Alle rannten mit, bis einer Halt rief und nicht mit meiner Stimme. Ich stand neben mir und starrte auf das Schauspiel. Die Hand am Lauf der Waffen, mit der ich auf meiner Bühne zwischen Wald und Fluss den deutschen Part gegeben hatte. Die Flucht war der Applaus, wenn mir die Worte ausgegangen waren. 2000 Kilometer weit Berlin, 120 Kilometer Moskau. Ich saß in meinem Bunker, lieg am Boden, hielt mit den Händen meinen Kopf und dachte, was muss ich tun, dass dieser Menschenhaufen ein Bataillon wird vor der ersten Schlacht. Dann kam der Leutnant und die Zeit stand still. Genau, Sie kommen an deinen Kopf, wir sind in den Wald gelaufen, das ist nicht das Schlimmste. Nicht das Schlimmste, was... Noch hat sie in die Hand geschossen, so. In die Hand geschossen. Und was weiter? Nichts weiter, Genosse Kommandeur. Ein Unfall. Genosse Kommandeur, es war kein Unfall. Und was hast du getan? Hast ihn erschossen. Verbunden habe ich ihn und arretiert, er war draußen. Warum hast ihn nicht erschossen? Ich weiß nicht. Und ich soll es wissen. Wie? Bring ihn herein. Genosse Kommandeur, ich bitte um Verzeihung. Sag die Wahrheit. Es war ein Unfall. Ich weiß selbst nicht wie. Ich bin gestolpert, als ich in den Wald lief. Ich bin in den Wald gelaufen mit den anderen, das war nicht richtig, obwohl Genosse Kommandeur, Sie wissen selbst, es war nur eine Übung, kein Deutscher weit und breit, nur eine Übung. So, und der Schuss in deiner Hand, es ist die rechte, wie, war auch nur eine Übung. Vielleicht, Genosse Kommandeur, hör auf zu lügen, geh mir aus den Augen. Bleib. Soll ich dir sagen, was du bist? Das bist du, ein Feigling und Verräter an der Heimat. In einer Stunde hast du deinen Frieden. Genosse Leutnant, bringen Sie ihn weg, ich will ihn nicht mehr sehen und seine Gruppe soll ihn erschießen vor dem Bataillon in einer Stunde, das ist mein Befehl. Der Leutnant fragte, haben wir das Recht? Ich sagte, mein Befehl wird ausgeführt. Die Stunde dauerte mein Leben lang. 60 Minuten kurz war seine Stunde. Jede Minute eine Ewigkeit.
Im offenen Viereck stand das Bataillon und kein Gesicht war wie das andere, aber auf mein Kommando klappten die Gewehre mit einem Laut wie ein Gewehr. Und etwas wie stolz waren wir, dieser Menschenhaufen aus Stadt und Steppe wird ein Bataillon. Und Scham waren wir über meinen Stolz und Wut und Trauer. Braucht es einen Toten oder den Blick auf einen solchen Tod, damit ein Bataillon wird? Und vor der Front der Mann, der sterben soll, weil ich befohlen hatte, dass er stirbt. Wie anders hätte ich befehlen sollen? 2000 Kilometer weit Berlin, 120 Kilometer Moskau. Er suchte die Gesichter ab mit Augen, in denen Grau des Wissens um den Tod stand. Tausend Augen sahen durch ihn hindurch, als ob er schon vor Tod durchscheinend wäre. Er hatte keinen Platz für seine Hände, die rechte steif und blutigen Verband, kein Koppel, kein Gewehr, kein Rangabzeichen, kein Nebenmann, der ihm den Wind abhebt, und einen Gott hatte er auch nicht mehr, mit dem er teilen konnte seinen Tod, kein Vaterland, sich seiner zu erinnern. Ich stand in seinem Mantel vor dem Wind. Dann wurden die Gewehre angelegt und warteten auf mein Kommando. Feuer. Die Rücken der Soldaten und das Schwanken der Gewehre fragten mich, warum? Mir war, als ob der Wind sogar stillstände. Dann wurde er zum Sturm in meinen Kopf und mit geschlossenen Lippen sagte, ich zieh deinen Mantel an. Ich sagte, ja, den Mantel soll nicht erschossen werden. Und ich, nimm deinen Platz ein, was du kämpfen. Und ja, ich werde kämpfen, sagte er. Er wollte seinen Mantel an. Sie fand mit der verbundenen Hand nicht in den Ärmel. Er lachte mit uns von der Last befreit, die eine Stunde lang schon auf und drückte mit dem Gewicht der Erde gegen den Deck. 10 Hände zerrten jetzt an seinem Mantel, damit er in den Ärmel fand und her und hin. Und das vielleicht danach kein Ende. Dann riss der Film und mein Kommando wischte das Bild weg. Feuer! Und die Salve krachte aus 12 Gewehren wie ein einziger Schuss. Lauter war kein Schuss in diesem Krieg. Die Salve war der Stolz des Kommandeurs. In seiner Uniform. Mein anderes Ich wollte den Toten um Verzeihung bitten. So wie er mich gebeten hatte um einen anderen Tod als in der Schande für seinen Augenblick der Feigheit. Und Mitleid mit Verrätern ist Verrat, sagte der Kommandeur Hand am Revolver. Gebt ihm den Mantel wieder und begrabt ihn. Im Oktober 2000 Kilometer weit weg. 120.